Das könnte ich bloß aufnehmen. Momentan ist es ein wenig lau. Wenn es doch bloß ein Five Nights at Freddy's Spiel momentan gäbe, dann hätte ich direkt wieder was zum Aufnehmen. Aber da wird wohl in nächster Zeit nichts kommen. Ich sollte mal in den PlayStation Store gucken. Mal schauen, was gibt es da? Nein. Nein, das ist nicht möglich. Ja, also hier, wie man hier so schön sehen kann, gibt es einmal New Game, Continue und Unlocks. Das ist auch ganz interessant. Ja, dann kann man hier Unlimited Power, Fast Nights und Radar Map kann man freischalten. Oh, interessant. Moment mal, könnte ich das schon aktivieren? Trophies disabled. Ah, okay. Dann kriegt man keine Trophäe mehr. Okay, da würde ich sagen, gehen wir doch mal in die erste Nacht und schauen uns mal an, wie sich das hier so spielen lässt. Ja, man kennt es ja. Man kennt es ja. Der erste Screen ist schon mal ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Bin ich mal gespannt. Naja. Ah, okay. Womit tue ich, Ah, okay. Alles klar. Ah, okay. Mit den linken Analogstick tue ich das machen. Alles klar. Muss ich mich ein bisschen mit beschäftigen. Alles klar. You'll be fine. Ja. Okay. Ja, vor allem, wo sitzt der Typ eigentlich? Das sitzt wahrscheinlich wie beim Snap Simulator ganz hinten an der Wand. Das ist schon interessant. Sind immer noch an der gleichen Stelle. Wollen wir mal schauen, ob wir hier das hier hinkriegen. Ja. Bla bla bla, ja. Das denke ich mir auch die ganze Zeit schon. Das denke ich mir auch die ganze Zeit schon. Also, die Kamera ruft man hier mit den L1-Button, ruft man da drauf. Die anderen Tasten machen hier irgendwie gar nichts. Aber puppen kann man hier leider nicht dadurch. Man kann nicht irgendwie böbe, kann man nicht machen. Schade. Welche Schubladen aufmachen kann man auch sind immer noch an der gleichen Stelle. 85% ohne AM. Was that the bite of 87? Ja, ich weiß. Gott, ich hätte den Anruf muten sollen, als es noch ging. Sie sehen mich als Endoskeleton, ich weiß. Genauso wie die ganzen Endoskeletons im SNAF AR immer sehe. Was sehr schmerzhaft sein kann, wenn man da reingestopft wird. Ja. Ja, tot vor allem. Tot vor allem. Ne? Also, so viel hier das hier aussieht, es ist natürlich grafisch verbessert worden. Ne? Es ist offensichtlich. Das andere war 4 zu 3. Hier das hier ist 16 zu 9 jetzt. Und Bonnie ist auf dem Weg. Da ist Bonnie! Hallo!
Wie sieht's aus, Buddy, du alte blöde Kuh, hä? So. Das hier ist ja der Eisgang. Eisgang. Ah, Bonnie. Bonnie, 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 Bonnie. Bonnie, 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 Bonnie. Ja, ich muss nur darauf achten, dass Bonnie hier in der Nähe ist. Vor allem das hier auf der Konsole, war der ideale Mode, der ideale Möglichkeit sozusagen, nochmal für mich das hier nochmal anzufangen. Bonnie, du enttäuscht mich langsam. Oh, diese Stille. Oh, sie ist so angenehm. Sie ist so angenehm, diese Stille. Nachdem Foundry ein gefühlte 2 Stunden zugelabert hat. Steht immer noch da. So, Bonnie, langsam wird aber Zeit. 3 am. Dum 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 dum. Immer noch da. Okay. Also ist halt ziemlich locker. Man kann hier mit dem linken Analogstick kann man durch die Kameras gehen. Mit den L1-Button tut man die Kamera öffnen. Das ist schon eine lockere Sache. Also Barney hat sich bewegt, Leute. Er steht jetzt in der 1B-Cam. Steht er jetzt. Hat sich jetzt Chica bewegt? Yo, Chica hat sich auch bewegt. Muss ich nochmal gucken, wo Barney sich befindet. Steht er schon da? Ich habe keine Ahnung. Wie war hier? Der ist ja auf der linken Seite, ist der immer. Von daher. Ne. Chica ist immer noch da. Ah, wollte ich doch gar nicht. Du, 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 du. Aber das hier ist schon interessant. Mit Kreis tut man ja das Licht aufrufen und mit X tut man die Tür öffnen. Die Tür zumachen und öffnen. Jetzt müsste eigentlich sich Barney oder Chica müsste sich bewegt haben. Jo. Als beide noch nicht vor der Tür. Da hat sich irgendjemand bewegt. Ich habe was laufen gehört. Seht ihr? Hört er, hört er, hört er. Ich hab was laufen gehört. Ah, seht ihr, Chica ist hier vor der. Von dem Ding. Machen wir hier schon mal zu. Machen wir hier schon mal zu. Damit wir. Aber Bonnie. Das ist auch ganz selten. Das ist. It's me. It's me ist ganz selten, das hier. Das ist cool. Das ist cool. Ziemlich sicher, der Barney, der Chica jetzt vor der Tür steht. Jupp, dachte ich mir schon. Na komm. Haben wir hier noch was? Moin. Wäre das heute noch was, Barney, oder willst du dich nicht bevor die Tür stellen? Die steht hier in der Nähe. Wisst ihr was? Wir machen hier auch noch zu. Das müsste eigentlich so von der Energie her passen. Machen wir hier nochmal auf. Oh, Chica, geh weg. Ich mache hier zu.
Das dürfte passen. Das dürfte eigentlich von der Energie her passen. Wenn ich jetzt nicht großartig noch viel mache, dann passt das von der Energie her. Da muss ich nur noch abwarten, dass er. 16% reicht auf jeden Fall für die bisschen Zeit, was hier jetzt noch hier ist. Okay, hier kann ich aufmachen. Ja, mal ein bisschen wenig. Ja! Wuhu! One Night at Freddy's als Trophäe bekommen. Yes! Haha! Also, es geht doch. Komm, es geht, ja. Es geht doch. Wie ist das jetzt? Wenn ich hier das hier mache. Ah, Continue oder Menu. Ja, also ich kann jetzt hier viel mehr zeigen. Im Prinzip könnte ich jetzt auch mal kurz die Unlocks zeigen. Unlimited Power, Fast Nights und Radar Map. Machen wir aber alles an. Und dann gehen wir einfach mal in ein New Game. Schauen wir mal, wie es so aussieht. Bei Unlimited Power kann ich im Prinzip die Tür von Anfang bis Ende zulassen. Wenn man das Spiel einfach dadurch leicht durchspielen möchte, kann man das so machen. Ah, schaut euch das an, so sieht das aus. Okay, wie tue ich das Gespräch beenden? Da will ich erst erstmal wissen. Ah, okay, Dreieck. Damit jetzt was Dreieck, guckt man das Gespräch beenden. Ah, man sieht hier durch die Radar Map, sieht man, wo die einzelnen Charaktere sich befinden. Also Foxy ist hier und alle anderen sind da momentan. Also wir müssen mal kurz abwarten, bis sich die Leute da bewegt haben. Und 100% habe ich natürlich. Das kann ich im Prinzip das hier machen. Da bin ich auf der sichersten Seite. So, hat sich jemand bewegt? Nee. Weil das interessiert mich jetzt. Wenn die Leute sich bewegen. Wenn die Leute sich erstmal bewegen, das interessiert mich jetzt. 6,5 Stunden später. Ah, wie man sieht, sie haben sich jetzt bewegt. Sehr gut. Jetzt kann ich hier sehen, dass beide, Bonnie und Chica, in Raum Nummer 1B sind. Foxy hat sich. Moment mal, wieso hat sich Foxy bewegt? Foxy bewegt sich normalerweise in der ersten Nacht nie. Hä? Sehr merkwürdig. Und jetzt kann man sehen, Bonnie ist jetzt hier und Chica ist in Raum Nummer 6 in der Kitchen Area. Und jetzt ist Bonnie zurzeit in Raum Nummer 2A. Die bewegen sich natürlich um einiges schneller dadurch, dass, dass die Nächte auch schnell rumgehen. Weil ich habe ja Fast Nights, habe ich auch aktiviert zu Radar Map. Und Unlimited Power, Unlimited Power. You don't know the power to dark sides. Ah, jetzt hier. Chica ist jetzt, Bonnie ist jetzt hier auf der Kamera 3. Und Chica ist immer noch auf Kamera 6. Während Freddy sich natürlich immer noch nicht bewegt hat. Ja, das war's. Fast Nights. Im Prinzip, man braucht im Prinzip nur, wenn man die Nächte einfach nur langweilig beenden möchte, einfach nur Unlimited Power aktivieren und schon kann man die Nächte eigentlich locker flockig durchspielen. Trophäen bekommt man zwar keine dadurch, aber man erfährt die Story sozusagen. Wenn man die Story einfach nur erfahren möchte. Naja, ist ja auch egal. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich hoffe, dieses kleine Review zu Five Nights at Freddy's auf der Konsole hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr mir lieben gern einen Daumen nach oben da lassen, damit ich weiß, dass ihr mehr von dieser Konsolenversion sehen wollt. Und ja, da würde ich sagen, ich lasse es hier fürs Erste gut sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir lieben gerne ein Abo da lassen. Natürlich einen Daumen nach oben für weitere Parts. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.